Das irdische Leben soll euch nicht betrügen. Ihr sollt euch vom irdischen Leben nicht betrügen lassen. Ihr sollt euch nicht täuschen lassen. Das steht im Koran, das steht im Tafsir vom Koran. Und danach sagt Allah, so soll euch auch der Täuscher, der Teufel nicht täuschen. Der Täuscher hier ist der Teufel, sagt wie denn? Indem er euch abhält vom Weg der Propheten, vom geraden Weg, Sirat al-Mustaqim. Weil dieser Shaitan seine einzige Sorge, seine einzige Bemühung, ja, er bemüht sich und strengt sich an, Tag und Nacht. Er schläft nicht, weil wenn er schlafen würde, würde er ein bisschen Ruhe haben. Er schläft nicht, seine einzige Sorge, sein Wunsch, weil er uns hasst, weil Adam a.s. der Grund war, dass er aus dem Paradies rausgeworfen wird für die Ewigkeit, aus der Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, weil er dadurch verflucht wurde für die Ewigkeit, innerlich und äußerlich. Er ist innerlich verflucht und äußerlich verflucht. Dessen Innerer ist verflucht als sein Äußerer. Er verlor die Nähe Allah. Er verlor die Gnade Allah. Er verlor das Paradies. Alles hat er verloren. Sogar sein Gesicht und seine Gestaltung ist das Schlimmste von allen Geschöpfen. Nur weil er hochmütig war, Adullah. Jetzt will er Rache nehmen. Welche Rache? Er will uns alle in Jahannam mit sich nehmen. Und Jahannam, liebe Brüder, ist nicht Spaß. Ich sage nicht, er will dich abhalten, dass du den Studium oder deine Ausbildung schaffst. Oder die Prüfung nicht schaffst. In deiner Uni oder deiner Arbeit. Nein. Das ist Jahannam, das Höllenfeuer, wal'iyadu billah. Und das ist das wahre Verlust. Kein Verlust in dieser Welt ist zu vergleichen mit einem Tag oder einem Moment in Jahannam, wal'iyadu billah. Niemals. Allah nennt das Al-Khusran al-Mubin. Das ist der wahre Verlust, der klare Verlust. Der ewige Verlust. Das ist sein Wunsch, sein Ziel. Dieser Teufel soll euch nicht abhalten vom Weg der Propheten. Er soll euch nicht abhalten von der Wahrheit. Er soll euch nicht irre gehen lassen. Nehmt euch in Acht vor ihm. Ich erinnere mich an eine kleine Geschichte von ihm, Adullah. Einmal war ein Mann, hat sich gewaschen für Fajr-Gebet, um rauszugehen nachts zum Gebet. Und wir wissen, der nachts rausgeht zur Moschee, was passiert? Dessen Schritte, wenn er zu Fuß geht, ein Schritt erhöht Allah seine Stufe und ein Schritt, der linke Fuß, Allah löscht damit eine Sünde. Das heißt, der bekommt eine Belohnung mit der rechten und eine Sünde weniger mit der linken. Und noch dazu, Allah subhanahu wa ta'ala, der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen, derjenige, der in Dunkelheit zur Moschee geht, er bekommt das vollkommene Licht am Tag der Abrechnung. Und dieses Licht werden wir verwenden, inshallah, wenn wir über die Brücke gehen müssen. Je stärker das Licht ist, desto besser. Weil das Höllenfeuer verträgt das Licht der Gläubigen nicht. Sagt, oh du Gläubiger, beeil dich, dein Licht löscht meine Flammen. Das Licht der Iman ist stärker als Jahannam. Man kann Jahannam mit Wasser nicht löschen. Wir können alle Meere da reinschmeißen, sie werden brennen sofort. Aber dein Iman, das Licht von deinem Iman, von deinem Glauben, von deiner Überzeugung, ist stärker als die Hölle. Deswegen, Jahannam verträgt das, beeil dich, Mu'min. Dieser Mann geht raus zur Moschee, rutscht aus und fällt im Wasser. Und dann kehrt er nach Hause zurück und wäscht sich nochmals zum Gebet. Dann geht er wieder raus zur Moschee, fällt wieder im Matsch. Dann geht er wieder nach Hause, zieht sich um und macht nochmal Wudu zum Gebet. Das dritte Mal geht er wieder raus zur Moschee, aber das dritte Mal beinahe ist er ausgerutscht, dann kommt ein junger Mann und hält ihn fest und sagt, alter Mann, komm, ich bring dich zur Moschee. Er bringt ihn bis zur Tür vom Moschee, aber der geht nicht mit rein. Sagt, mein Sohn, du hast mich hierhin gebracht und du gehst nicht mit rein, du betest nicht. Sagt, ich bin Iblis. Sagt, ich bin der Teufel. Sagt, wie, der Teufel rettet mich, um den Fajr beten zu können? Sagt er, ja, das erste Mal habe ich dich ausrutschen lassen, damit du nicht zur Moschee kommst. Als du zurückgegangen bist nach Hause, du hast dich wieder gewaschen, Allah hat all deine Sünden vergeben. Zweite Mal habe ich dich wieder ausrutschen lassen, damit du das Gebet nicht schaffst. Dann bist du wieder gegangen, du hast dich wieder gewaschen. Allah hat dir und deine Familie vergeben. Hätte ich dich das dritte Mal fallen lassen, wärst du nochmal zurückgegangen nach Hause, um dich zu waschen, hätte Allah dir das ganze Dorf vergeben. Lieber gehst du Fajr beten, als das ganze Dorf verziehen wird. Der ist, ich wollte dann, A'udhu Billah, er ist link. Einmal kam er, der Shaitan sagt das zu seinen Kindern, warum, die Kinder sagen zu Iblis, warum verfluchen uns die Armee von Iblis, sagen, warum verfluchen uns die Söhne Adam die ganze Zeit? Der sagt, ich bin unschuldig, ich werde das zeigen. Damals, Shaitan konnte in Form von Sheikh kommen, in Form von einem alter Mann kommen. Ein alter Mann war am Beten und hat etwas hingelegt. Etwas hin daneben gelegt. Was macht Iblis? Nimmt das, versteckt das woanders. Der Mann hat sein Wudu fertig, sucht nach dem, was er verloren hat. Dann kommt Iblis in Form von altem Mann, netten Mann, und sagt zu diesem alten Mann, der sich gewaschen hat im Fluss,
Sagt, du suchst du das, alter Mann? Sagt, ja. Sagt, oh, a'udhu billah, la'natullahi ala Iblis. Möge Allah Iblis verfluchen, der hat mich vergessen lassen, wo ich es hingetan habe. Dann Iblis geht in der alten Form zurück zu seiner Armee und sagt, seht ihr, ich habe was Gutes getan, trotzdem verflucht er mich. Habt ihr verstanden? A'udhu Allah ist link. Ah, das ist link. Was sagen denn Gelehrte, so wenn, Shaitan, also Iblis damals Tauber gemacht hätte? Hat er Tauber gemacht? Allah hat ihn gesagt, ich erinnere mich an die Geschichte von Musa alayhi salam, als Musa Iblis traf und Iblis sagte, Musa, bitte bei Allah für mich um Vergebung. Dann ist, bitte Allah für mich um Vergebung. Dann Musa hat vergessen, Allah erinnert Musa. Ja, Musa, hast du nicht jemanden getroffen? Sagt, ja, Allah, ich habe ja Iblis getroffen, hat dich darum gebeten, dass ich für ihn um Fürsprache spreche. Also Fürsprache. Schafa'a sprechen. Dann sagt Allah, sagt ja, Musa, sag ihm, ich bin bereit, nur wenn er zwei sich niederwerft an der Nähe vom Grab von Adam. Also er soll sich zu Adam niederwerfen, obwohl er tot ist. Dann Musa kehrt zurück und sagt ihm das. Sag, ich habe mich nicht zu ihm niedergeworfen, als er lebendig war. Soll ich jetzt mich niederwerfen, als er tot ist? Das heißt, nee, der will kein Tauber machen. Versteht ihr? Er will kein Tauber machen. Hätte er Tauber gewollt, hätte er das gemacht. Was ist denn daran schlimm, sich niederzuwerfen für Adam a.s. als Gruß für Adam a.s.? Sein Hochmut. Deswegen soll man sagen, die schlimmsten Sünden sind Hochmut und das Bestehen. Sagt, das Bestehen, die Sünde zu begehen. Weil Adam bestand, die Sünde zu tun und Iblis war hochmütig. Weil dieses Bestehen, die Sünde zu tun, hat Adam vom Paradies rausgeworfen. Es gibt keinen schlimmeren Verlust. Wie der Verlust vom Paradies und das, die Nähe Allah, das hat Adam verloren durch diese Sünde. Und Iblis, Aduallah, wurde für die Ewigkeit verflucht von Allah subhanahu durch seinen Hochmut. Deswegen sagen manche, das sind die schlimmsten Sünden im Islam. Möge Allah uns davor bewahren, insha'Allah, Rabbil Alamin. Wie gesagt, also, wir haben gesagt, dass, also man soll sich nicht täuschen lassen von dem, vom Shaitan, a'udhu billah, denn sein einziger Sorge, sein einziger Wunsch ist, uns in Jahannam zu bringen. Hier sagt dass Allah will uns klar machen, dass diesseitige Leben soll uns nicht täuschen lassen. Das heißt, das diesseitige Leben ist geschmückt, mashallah. Ist schön, grün, süß, ja? Sieht schön aus, man kann Spaß darin haben. Aber der Gläubige sieht mit seinem Herzen und erkennt, dass das vergänglich ist. All das ist eine Prüfung für uns. All das, Allah will damit uns prüfen, subhanahu wa ta'ala, wie wir handeln. Sind wir standhaft, sind wir nicht standhaft? Verstehen wir, begreifen wir, warum wir hier überhaupt existieren? Der wahre Gläubige erkennt das und lässt sich nicht täuschen und nutzt seine Zeit aus und bereitet sich vor für die ewige Reise, unausweichliche Reise der Ewigkeit.